Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um das, was jetzt auf dich zukommen wird. Ich schaue für dich in die Karten und werde dir sagen, was die Karten dir sagen möchten, was jetzt auf dich zukommen wird. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst, denn es ist eine allgemeine Legung und es kann sein, dass vielleicht nicht alles nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist hier bei mir und deswegen wird hier eine Nachricht, eine Info für dich dabei sein. Was kommt jetzt auf dich zu? Zwei, vier und zwei. Das kommt jetzt auf dich zu. Das sind die Gruppen, ja? Die Kartengruppen, du hast ja selber gesehen, dass die Karten in einer speziellen Art und Weise einfach so herausgekommen sind. Und deswegen richte ich mich natürlich nach den Karten. Okay, was kommt jetzt auf dich? Wow, du hast die 10 der Kelche und die Herrscherin. Wahnsinn. Das ist hier sehr gut, die 10 der Kelche und die Herrscherin. Ich habe hier für dich das starke, das große Glück in der Liebe, in der Familie, in Freundschaften, im zwischenmenschlichen Bereich einfach. Hast du das große Glück, wirst du das große Glück haben, das große Glück erleben. 10 der Kelche, das ist die Erfüllung. Ja, das ist die Erfüllung und deswegen auch das Glück. Und natürlich sind es hier die Kelche, also geht es um die Liebe. In erster Linie vielleicht könnte es bei dem einen oder anderen um ein anderes Thema gehen. Ja, deswegen ist es halt eine allgemeine Legung, da muss ich das schon sagen. Aber die meisten, da habe ich einfach die Liebe, Gefühle, kann romantisch sein, kann aber auch natürlich familiär sein, ja, freundschaftlich. Und was hier auf dieser Karte besonders ist, du siehst das hier vielleicht hier, diese Bienen, ja, das fleißige Bienchen, die fleißigen Bienen. Also das wird auch irgendwo beflügelt sein, sich entwickeln und dieses Glück kommt nicht einfach nur so, sondern diese Bienen zeigen mir hier, dass man dafür etwas getan hat. Ja, man hat etwas dafür getan, man war nicht untätig und deswegen kommt jetzt diese Erfüllung, ja, kommt dieser Regenbogen in dein Leben. Ich habe hier so eine Wärme, diese Karte versprüht jetzt in dieser Legung so eine Wärme, so eine so ein wohliges Gefühl, ja. Und hier unten sind zwei Frauen, die zwei Frauen, die ja sind mit Handarbeiten beschäftigt. Also das ist wieder Tätigkeit, dass man tätig gewesen ist, dass man auch tätig sein kann und wird, wenn man es möchte, natürlich, ja. Das ist hier natürlich, wenn du nicht möchtest, wenn du dieses Liebesglück nicht annehmen möchtest, dann steht es dir frei, das nicht zu tun. Aber hier habe ich noch eine Katze, also das ist irgendwie so ein bisschen verspielt, ja. Verspielt, verschmust könnte man auch sagen, aber frech, ja, frech. Irgendwie kommt es so aus dieser Karte rüber und ja, das Glück wird einfach jetzt
für dich da sein, im gefühlsmäßigen Bereich, im Gefühlsbereich, ja? Das soll ich dir jetzt als allererstes sagen, das ist die allererste Karte. Fantastisch, ich freue mich natürlich für dich. Das kann auch in Erfüllung in der Liebe sein. Und dieses Tätigwerden hier, ja, diese Tätigkeit, fleißiges Bienchen gewesen, das kannst du natürlich auch weiter fortführen mit deinem Gegenüber, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deinem Freund. Denn ich habe hier die Herrscherin und die Herrscherin, das ist hier auch die positive Entwicklung. Man kann etwas in die Entwicklung, in die Fülle bringen. Also das ist nicht nur das, das jetzt sein wird und dann ist es irgendwie vorbei, sondern diese Karte zeigt mir, dass es auch in die Zukunft geht. Dieses Glück kannst du in die Zukunft mitnehmen, ja? Das Glück kannst du einfach mitnehmen. Das Glück wird dich auch irgendwo vielleicht so beflügeln oder das Glück wird für dich irgendwie wie so ein Ansporn sein, daraus mehr zu machen. Ich habe hier Wachstum, starkes Wachstum, ja. Und hier zeigen sich mir alle Sternzeichen. Also diese Legung ist für alle Sternzeichen, ja. Ich werde vielleicht noch nachher schauen, welche Sternzeichen denn so zum Vorschein kommen. Aber diese Karte, wie du es hier schon siehst, ja, diese Karte zeigt einfach alle Sternzeichen. Okay. Glückliche Entwicklung habe ich hier für dich. Ja, günstige Entwicklung. In dieser Liebesangelegenheit Glück haben und es weiter da weitermachen können. Also ich habe das hier so zusammenbleiben. Oder das kann auch eine Verbindung, die jetzt entstehen wird, sein. Ja, das zeigen mir die Karten. Dann habe ich hier die Königin der Kelche. Die Sechs der Kelche. Der Ritter der Münzen. Und die Hohepriesterin. Etwas ist im Verborgenen. Und etwas passiert sehr langsam. Du merkst von dieser Entwicklung nichts oder wenig. Ich habe das hier so, du siehst es und denkst dir, da passiert gar nichts. Aber da passiert etwas. Da passiert etwas hinter den Kulissen. Da passiert etwas hinter dem Horizont, also deiner Sichtweise, da wo du einen Einblick haben kannst. Da passiert sehr viel. Und das soll ich dir sagen, dass das eventuell so sein kann, dass das entweder bei den, ja, ich habe das hier so zweigeteilt, ja, dass es bei den einen so auf einmal sich offenbaren wird und bei der anderen Gruppe habe ich das so Stück für Stück, als würde da Stück für Stück so etwas wegfallen und man sieht immer mehr von diesem Bild, ja, und dann irgendwann ist das Ganze, kommt das ganze Bild zum Vorschein. Und da habe ich hier etwas aus der Vergangenheit für dich. Hier unten, das ist die Vergangenheit. Kann sein, dass sich jemand aus der Vergangenheit bei dir melden wird. Du hast nicht die leiseste Ahnung, ja, dass dieser Mensch zu dir, auf dich zukommen wird aus der Vergangenheit oder diese Situation wieder da sein wird aus der Vergangenheit bei dir, ja. Du hast nicht die leiseste Ahnung, das passiert irgendwo so im Verborgenen. Und diese Sache oder das kann eine Situation sein, die irgendwie in der Vergangenheit schon so war und jetzt kommt sie auf einmal wieder, da befindest du dich da, wo du in der Vergangenheit dich befunden hast, genau. Und das kann aber auch jemand sein, von dem du schon lange nichts mehr gehört hast. Diese Person ist abgetaucht, so habe ich das hier, ja, ist abgetaucht, hat sich irgendwie, naja, nicht so versteckt, aber zurückgezogen und hat andere Dinge getan in dieser Zeit.
hat vielleicht auch sich etwas um die Finanzen gekümmert, um die Arbeit gekümmert in dieser Zeit, wo du nichts von diesem Menschen gehört hast. Der Mensch ist gewachsen, er ist stärker geworden und richtet sich mehr nach Intuition, richtet sich mehr nach dem, was so ein bisschen mit den Gefühlen zu tun hat. Ja, vielleicht war früher der Mensch eher so ein logischer Typ, ja. Und jetzt ist es mehr so dieses Innere, was geht in mir vor mit dem Gefühl, ja, mit dem Gefühl so ein bisschen mehr in Verbindung stehen, mehr auf die Gefühle achten als früher. Und deswegen meldet sich dieser Mensch jetzt bei dir, kommt jetzt auf dich zu, aus der Vergangenheit. Kann lange her sein, kann aber auch ja, eine Woche sein oder sowas, kann auch sein, aber das können sogar Jahre hier sein. Ja, und der Mensch meldet sich, er hat nichts Böses führt nichts Böses im Schilde, ja, hat nichts Böses vor oder sowas, keine negativen Gefühle. Das sind hier die Kelche. Das ist eher so eine kindliche Verspieltheit eher. In so einem Zustand kommt er oder sie auf dich zu oder möchte halt diese kindliche Verspieltheit mit dir erleben jetzt. Möchte dir etwas anbieten, möchte dir etwas sagen, möchte etwas mit dir machen, unternehmen, ja, ist jetzt stabil genug, um das Ganze mit dir irgendwie wieder anzufangen. Weil das ist irgendjemand aus der Vergangenheit oder irgendeine Situation aus der Vergangenheit. Ja, und das ist jetzt gut, dass es jetzt kommt. Es liegt mir hier die Königin der Kelche daneben. Das könnte natürlich darauf, also diese Karte zeigt, dass das Gefühle im Spiel sind bei dieser Sache. Von deiner Seite können die Gefühle da sein, von der Seite des Gegenübers, ja, also diesen Menschen aus der Vergangenheit, können Gefühle im Spiel sein. Es kann aber auch eine Situation sein, die einfach irgendwie so gefühlsmäßig geladen ist. Aber positiv. Die Königin der Kelche, das sind natürlich positive, gute, angenehme Gefühle. Kann aber auch auf eine kann direkt auf eine Person deuten. Die Königin der Kelche kann eine Frau sein, kann aber auch ein Mann sein. Und die Königin der Kelche, sehr liebevoll, sehr gefühlsbetont, wie gesagt, führt nichts Negatives im Schilde, sondern möchte irgendwie die Gefühle zeigen, Gefühle mitteilen, über Gefühle sprechen, hat wieder Gefühle, hat die Gefühle zu dir wiederentdeckt, ja, das kann so in die Richtung gehen. Du kannst da auch natürlich Gefühle auch noch für diesen Menschen empfinden. Vielleicht ist es eine alte Liebe, ja, alte Liebe rostet nicht, das kann sowas sein. Und also ich sag mal so, wenn du dich nach den Gefühlen auch richten wirst bei dieser ganzen Angelegenheit, wenn du auf die Gefühle hörst, auf dein Inneres, nicht auf die Logik, auf den Verstand. Ja, so zeigen mir das die Karten. Du kannst natürlich nach dem Verstand gehen. Jedem ist es selbst überlassen. Aber das zeigen mir hier die Karten, wenn man sich eher auf das innere Gefühl verlässt, darauf hört, dann ist man gut dabei, dann wirst du nicht Negatives erleben können in dieser Angelegenheit. Also wenn dir das Bauchgefühl sagt, bitte nicht wieder irgendwie die ganze Sache aufwärmen, ja, dann ist es besser, wenn man das nicht aufwärmt. Aber wenn das Gefühl dir sagt, ja, doch, man kann wieder was mit diesen Menschen machen, unternehmen, wieder ins Leben einladen, ja, so sich nach Hause einladen vielleicht sogar, dann mach das ruhig, wenn dir das Gefühl das sagt, also wenn das Gefühl irgendwie stimmt, ja, bei dieser Angelegenheit mit diesen Menschen. Also das wird jetzt auf dich zukommen. Dieser Mensch kommt auf dich zu. Das kann aber auch, wie gesagt, eine Situation aus der Vergangenheit sein. Natürlich können da Menschen involviert sein, können sogar mehr Menschen involviert sein. Und Sternzeichen, also ich habe hier das Wasserelement und die Münzen, also die Erde. Du könntest jünger sein, dein Gegenüber könnte jünger sein, ja?
Weil ich habe hier den Ritter und hier habe ich die Königin. Das zeigt sich mir vielleicht sogar bei dir ein Altersunterschied. Muss aber nicht sein, aber ich sehe sowas auch für einige. Altersunterschied, ja. Und der Mensch, der auf dich zukommt, er oder sie hat wie gesagt, auf das Innere gehört und deswegen kommt der Mensch jetzt in dein Leben. Aber was haben wir denn hier? Oh, gute Karten, also keine negativen Karten in dieser Legung, sehr schön. Ich habe hier die Sonne und den Magier noch. Was kommt jetzt auf dich zu? Ja, nochmal Glück, nochmal Glück. Vielleicht wünschst du dir einfach Glück, ja? Vielleicht wünschst du dir Glück in irgendeinem Bereich deines Lebens, weil ich habe hier den Magier, das ist auch ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Und hier habe ich die Münzen, ich habe hier das Schwert, ein Kelch und auch ein Stab. Also das sind die Bereiche, also alle Lebensbereiche, die hier dargestellt sind. Und in diesen Bereichen wird sich bei dir das Glück einstellen. Oder du wirst das Glück in diesen Bereichen manifestieren. Können alle Bereiche betroffen sein? Betroffen. Naja, vom Glück betroffen, ja, wenn man das so sagen kann. Aber alle Bereiche können Glück erfahren oder vielleicht ein Bereich. Zwei oder so, oder sogar drei, ja? Also sowas habe ich hier. Das ist natürlich eine allgemeine Legung, deswegen ist es unterschiedlich. Also ich habe hier zum Beispiel amtliche Dinge, Papiere, Unterlagen, Entscheidungen, irgendeine Entscheidung, ja? Das wird vom Glück begünstigt werden, beziehungsweise das Glück würde das Ganze begleiten oder du kannst dich nicht falsch entscheiden. Da kommen diese Papiere, auf die du wartest, da kommt diese Zusage, da kommt diese Entscheidung, ja, und das wird Glück bedeuten für dich. Dann habe ich hier natürlich einen Kelch, ja, und der Kelch steht für die Liebe. Glück in der Liebe, Glück in der Partnerschaft, Glück in familiärem Bereich, freundschaftlich, Glück haben, ja. Also das ist jetzt hier so ein krönender Abschluss irgendwie bei dieser Legung. Also wenn du bis jetzt dran geblieben bist, freut es mich. Schön für dich, ja. Und dann habe ich hier den Stab. Also wenn du irgendetwas machen willst, ja, oder machen musst, das wird glücklich verlaufen. Da werden keine Probleme, Schwierigkeiten auftauchen. Und dann habe ich hier noch natürlich die Münze. Und das ist das Glück ja, in den Finanzen, im Beruf, vielleicht auch beides. Ja, das große Glück, das ist hier die Sonne. Das ist das große Glück. Du wirst aber auch, so wie ich das hier sehe, du wirst das Leben genießen können, ja, das kommt jetzt auf dich zu, der Genuss im Leben allgemein, froh sein, glücklich sein, eine bessere Laune haben, günstigere Entwicklungen, einfach so, ja, du reitest die Glückswelle, so habe ich das hier, das war hier nicht so ersichtlich, weil hier zeigt sich mir natürlich dein Liebesbereich und dein familiärer Bereich, aber hier reitest du einfach auf der Welle des Glücks. Komplett, total. Ja? Wow. Freut mich für dich. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren. Du kannst liken. Du kannst auch, ja, vielleicht sogar mir einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr freuen, wie du vielleicht diese Legung gefunden hast, ob du in Resonanz gegangen bist, ja. Vielen lieben Dank dafür. Das hilft meinem Kanal sehr, sehr viel, ja. Dein Kommentar hilft meinem Kanal sehr, sehr viel. Vielen lieben Dank für dein Like, für dein Abo und für dein Kommentar. Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.